Ja, liebe Leute, Neues vom Nordring. Ich bin hier am Hemmener Weg in Höhe des Getränkehandels Hüning. Hier soll ja im Grunde genommen der Nordring gebaut werden, und zwar von da kommend vom alten Phoenix-Gelände, TV-Gelände, hinüber bis zur Adenauerallee und dann durchgehend ja im späteren Ausbau bis zur Fachhochschule. Die Stadtverwaltung unter Stadtbaurat Daniel Zöhler betreibt die Pläne sehr deutlich voran. Sie möchte diese Straße unbedingt haben, um, wie sie sagt, Baugebiete, die hier dran liegen, besser erschließen zu können. Das sei wichtig für die Entwicklung der Stadt Bocholt. CDU und Stadtpartei stimmen ihr zu, zumindest in der letzten Stadtverordnetenversammlung. Die anderen Parteien sind eher skeptisch und lehnen das ab. Die Grünen zum Beispiel sagen, wenn mehr Straßen da sind, kommt automatisch auch mehr Verkehr. Sie sind eher für intelligentere Lösungen, mehr öffentlicher Personennahverkehr. Man muss hinzu sagen, hier haben sich inzwischen schöne Wälder gebildet. Also das ist auch ein ökologischer Aspekt, diese Trasse. Aber die Pläne sind ja nun auch schon sehr, sehr alt. Und im Moment ist die Zeit günstig. Es scheint dort beim Land entsprechende Zuschüsse zu geben, und deshalb hat die Stadtverordnetenversammlung mit Mehrheit beschlossen, dass diese Pläne vorangetrieben werden. Also geht es da auch voran.